Und damit willkommen zurück hier bei Z-Guides. Heute machen wir Festung des Tadels. Und wir kommen hinter der Festung des Tadels hinein. Und zwar über so eine Stromstrudel. Ich weiß nicht, ob das der einzige Weg ist, aber hier ist Start des Addons. Geradeaus über die Brücke des Fuensis. Dann hier unten entlang durch den Durchgang, durch das ganze Gift nach hier hinten reiten. Da steht auch so eine alte Hütte. Und da ist so ein Strudel, der ist aber noch nicht aktiv. Vorher müsst ihr diesen Stein hier schlagen. Den habe ich jetzt nicht schon weggemacht. Jetzt können wir mit dem Strudel den ganzen Weg nach oben. Wuhu! Und Strudel Nummer 2. Wenn es einen Haupteingang gibt, dann gibt es einen Haupteingang, aber ich zeige erstmal den Weg hier, den ich gefunden habe. Geil. Und hier ist der erste Gnadenpunkt. Den aktivieren wir. Habe ich schon aktiviert, aber den setze ich mich jetzt nochmal ran. Und jetzt geht es erkunden los. Jetzt sind wir hier oben. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Haupteingang von hier aus. Wir werden es herausfinden. Vielleicht ist er auch versperrt. Oh, das ist ein großer Gegner. Steht den Rücken zu mir. Das heißt vielleicht wirklich, wir sind, haben einen geileren Eingang gefunden. Das für einer. Oh. Shit, das war schlecht. Wow. Aber er war auch nicht wirklich gut. Gesegneter Knochensplitter viermal. Vielleicht ist aber auch nur der einzige Weg, wie man hier hochkommt. Das ist natürlich noch geiler. Geheimeingang! Zu einer Truhe mit. Oh, jetzt. Viermal Schmiedestein 8. Naja, gut, okay. Nützlich, aber unspektakulär. Wenn ihr mal wissen wollt, wie ihr hier hochkommt. So. Ah, das ist ein Gnadenpunkt. Wir brauchen eine Rune, ist jetzt nicht mega nützlich. Ein Gang nach unten. Ins Gewölbe. Ist auch noch ein Gang. Das hat der Kollege. Taujuwel, dreimal. Yay. Festung des Tadels. Vielleicht kommt man hier doch nicht so einfach hinein. Da ist noch ein. Wow. Das ist noch ein Objekt. Gesegneter Knochenstiller. Oh, der ist fast draufgegangen. Nice try. Oh. Kümmern wir uns später darum. Wir haben hier noch ein paar Wege zu erledigen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich jetzt die Wege unten nach unten zum Henkersplatz komme. Platz der Gehängten. Dolch und die Kleidung. Wenn das jetzt ein Au, das ist bestimmt ein Außenweg. Was war das denn? Wenn jetzt Schloss Enzis zu schwer ist, was durchaus so ein Endboss sein kann. Ach, das war jetzt strange, oder? Ich renne doch irgendetwas rum. Außerhalb der Puppenmauer, dann kann man bestimmt diese Festung hier nutzen. Festliches Fett.
Aha. Interessant. Und was haben wir? Flammendrachen Talisman plus 3. Starkes Ding. Ich weiß genau, was er tut, aber. Talisman mit dem Abbild eines uralten roten Drachen. Erhöht die Resistenz gegen Feuerschaden bis ans Äußerste. Das sind diese geilen Angaben. Die uralten Drachen, die in der Ära von dem Erdenbaum regierten, beschützten ihren Fürsten wie eine Mauer aus lebenden Felsen. So wurde die Form des Drachen zum Symbol für alle Arten von Schutz. Ja, wie wir schon tausendmal gehört haben. Oh, Harlek-Drachen habe ich noch nicht. Plus 3. Okay, weiter geht die Erkundung. Ah, ich liebe es, jede Ecke zu erkunden. Ach, sieh an, hier wären wir dann gar nicht weitergekommen, wenn wir hier reingelotst wurden. Bup. Ruhe und Gegner. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht geschlagen ist. Hm. Kein Leben verloren. So. 8-mal Schmiedestein 6, geil. Und nochmal 7-mal Schmiedestein 5, boah. An Geistergrabstein. Ja. Wow. Gibt es keinen normalen Weg mehr? Doch, hier lang. Feuersicher eingelegte Leber. Er schützt euch kurzzeitig vor Feuer. Etwas stärker als die normale. Warum ist es eine eingelegte? Ah, das ist noch so ein Kollege. Die mit ihren komischen gesegneten Knochensplittern? Flinker Basser. Feuer. Oh, Wurfdeutsche. Gesegnete Knochensplitter, also die kann man schon mal abfahren, wenn man die gesegneten Knochensplitter braucht. Braucht eine Rune. Und Geistertalilie 1, wow. Ist okay. Braucht eine Rune. Aha, ein Geheimeingang. Rückfleischpilz. Haben wir jetzt alles? Okay, da gehen wir da drunter. Oder wartet mal, wartet mal. Achso. Kann Torrent leider nicht holen. Erstmal will ich wissen, was sie draußen gewütet hat, und zweitens wollte ich noch den Gnadenpunkt. Punkt. Finde ich mich? Ah, hier. Ah, oben ist auf jeden Fall ein Drache, das weiß ich. Den habe ich schon gesehen. Von der anderen Seite. Ah. Ich habe lange nicht gesehen. Komm, geh auf. Nicht zwei. Scheiße.
Oh, einer ist weg. 10.000. Ah! So, was beschützt. Was beschützt die? Was hat er gedroppt? Fettreichhunde 3. Hm, das ist okay. Hat die schon immer keinen Kopf? Nein! Lass mich hier raus! Doch, die haben das im Gesicht. Oh! Alle, ui, da bringen sie aber viel. Ja, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Legendär. Ganz ehrlich, ich muss, ich lasse mal die zwei Sachen hier außerhalb des der Festung. Da liegt ja auch noch etwas. Ist leichter für mich für Videos. Ich will es auch unbedingt wissen, aber wenn es jetzt dann doch irgendwas präzis genaues ist, was man direkt suchen möchte oder finden möchte, dann ist es einfach schlauer, ein separates Video dazu zu machen. Theoretisch muss ich von allen wichtigen Gegenständen aus so einer Festung auch noch Videos machen. Die sind alle in der Vorbereitung, aber das. Ja, ich mache es nun mal nicht hauptberuflich. Oder überhaupt, ich verdiene überhaupt nichts daran. Mach das rein. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ich hole nur 4. Na, ja, machen wir erstmal den Kollegen. Ich kann sowas auch. Nur nicht mit Feuer. Iris der Verfinsterung. Was ist denn das schön? Das ist Material, ja. Shit, das habe ich nicht genau aufgepasst. Ah, hier. Doch nicht. Verbrauchsgut. Auf das Auge eines anderen legen, um Licht in all seinen Formen abzuhalten. Eine Iris, so dunkel wie die Nacht. Auf das Auge eines anderen legen, um Licht von all seinen Formen abzuhalten. Kann auch verwendet werden, um den Segen einer ausgerüsteten großen Rune zu erhalten. Auf Kosten aller derzeit gehaltenen Runen. Aha. Das ist aber geil. Aber es verbrauchsgut. Das heißt, ja. Verdammt. Im Reich der Schatten wurde dieser Gegenstand von den Priestern des Erdenbaums genutzt, um die Furcht in ihren Anhängern zu schüren. Mit Erfolg. Okay, was haben wir hier? Legendäres. Legendary! Marikas Rune, was ist denn hier los? 80.000 Runen, das ist immer nur die beste, die ich kenne. Sonst war es 50.000 die beste. Krank. Das ist zwar außerhalb, aber man kommt ja nur hindurch. Messmer Soldaten Asche. Naja, das ist halt Asche, die ich rufen kann. Gibt es viel zu erkunden. Ich hätte tatsächlich etwas kleiner gedacht.
wurde das Aufzug. Ja, das ist bestimmt kein Aufzug. Oh, nette Anspielung auf jetzt zum Beispiel Demon's Souls. Hier sind wir noch gar nicht reingegangen. Die Haupthalle. Schwarzer Ritter. Edred. Oh nein, der letzte war schon nervig. Ui, was hat er denn? Für Zwillingskling. Komm her. Bringt gar nicht so viel. Wie schnell der wieder weinen war. Alter. Ist das vorbei? Oh, ich dachte. Wirbel. Und finish him. Nee, doch nicht ganz. Oh. Dread. Dread ist tot. Kriegsasche, Aspekt des Schmelztiegelflügel. Aspekt der Schmelztiegelflügel. Coole Sache. Kommt in einem separaten Video noch mal ausführlicher. Ah, warum? Unerwartet das Boss, ja. Auch von hier aus kommt man doch bestimmt. Na, auch nicht wirklich, oder? Doch. Ah. Konnte ich mal, aber ich kann es nicht mehr. Könnte man vielleicht hinunterkommen, ja. Aber ihr wisst ja, wie er das hinkommt. Von außen. Oh, alter Drachendunkelschmiedestein, wette ich. Und? Ich habe keine Ahnung, ne? Handbuch 2 des Militärpriesters. Oh, what? Das schon wieder. Hm. Bauplane Form der frommen Schlachtfeldpriester. Diese Glaubenswächter kämpften erbittert, um ihre Kunde im Reich der Schatten zu verbreiten, wo es keinen Erdenbaum zu bestaunen gab. Mit diesem Wissen könnt ihr Folgendes herstellen. Festliches Fett. Dieses Goldene. Ich würde behaupten, ich habe alles. Die zwei Sachen außerhalb, okay. Geschenkt. Aber gut. Gehen wir nach unten. Mach das hoch. Ah. Merkwürdig. Naja, gut. Okay, und hier möchte ich hin. Und damit sage ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.